für die Kobisbrüder was ganz Besonderes. Die haben keinen Schnee gesehen. Die Wasserversorgung im Januar und im Februar war recht anständig. Und wir haben auf ganz verschiedenen Wiesen dieses Jahr ganz verschiedene so Besonderheiten. Wir stehen jetzt hier vor einer Kokoswiese in den neuen Häusern, die mit Abstand einer der schönsten ist von Drehbach. Wir haben hier über 350 Pflanzen blühende Exemplare pro Quadratmeter. Das ist schon richtig viel und richtig was Besonderes. Blüht dieses Jahr wirklich am schönsten. Hier aus 100 Meter rechts nach oben und 300 Meter links nach unten laufen, das ist eigentlich die empfehlenswerte Kokoswanderung für dieses Jahr. Noch ein interessanter Standort ist an der Wolkensteiner Straße, das ist von hier aus ungefähr einen Kilometer weg, das ist der Ursprung der Drehbacher Kokoswiesen, Wolkensteiner Straße. Dort hat der David Rebentrost gewirkt, der ja eigentlich die Krokusse nach Drehbach gebracht hat. Der Kokos hat sich hier 7 Hektar